Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es mussten 8 Monate vergehen, damit ich meine persönliche Premiere erleben konnte, einen Antrag der AfD, mit dem ich mich, wie ich finde, sachlich auseinandersetzen kann, wo ich finde, es sind einige zumindest Ideen drin, die in die richtige Stoßrichtung gehen, insofern als man sagt, Haushaltsgelder müssen natürlich sachgemäß verwandt werden und dürfen nicht in irgendeiner Form sachentfremdet werden. Sie haben nach 8 Monaten es vermocht, zumindest für mich, einmal einen Antrag vorzulegen, dem ich nicht folgen kann, wo ich aber finde, es ist ein Gedanke drin, mit dem es sich lohnt, inhaltlich sehr stark auseinanderzusetzen. Wer hat das bewirkt? Ich zitiere Ihren Redner Reusch, der in der Pressekonferenz gesagt hat, Zitat, das ist nichts, was sich diese Halbnazis bei der AfD ausgedacht haben, sondern ein respektabler Strafrechtsprofessor. Es waren also nicht Sie, Zitat Ende, die diesen Gesetzentwurf eingebracht haben, sondern Sie haben ihn abgeschrieben von einem veritablen Strafrechtsprofessor. Leider haben Sie die notwendige Transferleistung, nämlich eine einzelne Norm dann auch zu überführen in einen Gesamtkontext. Diese Transferleistung haben Sie nicht erbringen können. Und insofern ist es ein Solitär, der im Strafrecht so auch nicht funktionieren könnte. Lassen Sie mich auf den Gedanken eingehen, dass wir keine Bestrafung, keine strafrechtliche Lösung haben. Man kann sich mit der Entscheidung des BGH aus dem Jahr 1997 in der Tat kritisch auseinandersetzen, weil der geforderte Vermögensschaden halt die strafbaren Handlungen massiv einschränkt und weil man schon sich die Frage stellen kann, ist das nicht zu weitgehend. Aber dass Sie dann einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Rechtsstellung des gesamten Bundesrechnungshofs fundamental verändert, das gegen dessen Willen tut, ohne mit den Leuten gesprochen zu haben, dass Sie sagen, wir machen den Bundesrechnungshof zu einer Art Freizeichnungs-, Ermittlungs- und fast auch Anklagebehörde gegen deren Willen. Das zeigt einfach einmal mehr, es geht Ihnen nicht um die Sacharbeit, sondern es geht Ihnen darum, einen Effekt zu erzielen und nicht einen validen Gesetzentwurf zu präsentieren. Sie weiten den Amtsträgerbegriff aus. Sie sagen also, strafbar soll auch derjenige sein, der im Grünflächenamt nicht genau wusste, ob er jetzt eine Leistung vollbringt, die im Sinne des Haushaltsrechts ist oder nicht. Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister, der Ortsbeiratsvorsitzende, all diese Menschen sollen mit dieser Vorschrift, mit der Ausweitung dieses Amtsträgerbegriffs von Ihnen kriminalisiert werden. Das ist nicht nur ein Misstrauensantrag gegen die gesamte öffentliche Verwaltung, es ist auch eine strafrechtliche Ausweitung in diesem Ausmaß unverantwortlich und gegen jedes Ehrenamt gerichtet ist. Wen wollen Sie eigentlich noch gewinnen dafür, eine ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen? Wenn Sie ihm gleich androhen, wenn du keinen Anwalt dabei hast, dann kann es sein, dass du dabei am Ende im Gefängnis landest. Also einen solchen Ehrenamtsbegriff, den kann man schlicht nicht fördern. Was passiert am Ende haushaltsrechtlich? Auch da ist die Frage, es wird eine Flucht ins Ungefähre geben. Die Haushaltstitel werden immer weicher, immer wachsweicher formuliert werden, weil sie natürlich damit Strafrechtsvermeidung oder strafrechtliche Konsequenzen vermeiden können. Das scharfe Schwert des Strafrechts ist aus meiner Sicht an dieser Stelle nicht richtig am Platz. Die Idee zu sagen, wir wollen haushaltsrechtliche Systematiken einführen, um eine Mittelverwendung im Sinne des Gesetzgebers oder des Haushaltsgesetzgebers zu ermöglichen, die verdient sehr wohl Respekt. Und da müssten wir auch weiter nachdenken, wie es uns gelingt, Steuerverschwendung, Verschwendung von öffentlichen Geldern besser zu ahnden und da auch gegen schärfer vorzugehen. Am Ende will ich noch sagen, dass Ihr Gesetzentwurf, die Rechnungshof, das habe ich eben schon mal angedeutet, in einer Form umgestaltet, dass ich sagen muss, das halte ich für unverantwortlich. Wenn Sie sagen, es gibt eine Art Freizeichnungsstelle, das ist ja in dem Gesetz vorgesehen, dass man im Vorhinein freizeichnen kann, welche Verwendung dann sachgerecht ist, das verändert das Verhältnis von öffentlichen Amtsträgern und Rechnungshof in einer Art und Weise, dass wir zu einer Art Sklaven dieser Behörde werden sollen. Ich finde, das ist aus keiner Perspektive sachangemessen.
Insgesamt also hat Herr Schünemann sich nicht wehren können als respektabler Strafrechtsprofessor. Er hätte nämlich diesen Gesetzentwurf wesentlich besser in bestehende Systematiken eingearbeitet. Es bleibt ein Anliegen, ist richtig, nämlich Haushaltsgeld ordnungsgemäß zu verwenden. Ihr Antrag ist leider wieder ein untauglicher Versuch, dies zu erreichen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jetzt hat das Wort die Kollegin Sonja Amalia Steffen, SPD.